Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ich bin Marcel Ehmann. Mein Gast heute ist der Alexander Nöll. Grüß dich. Ja, hallo. Grüß dich. Hallo. Freue mich, hier zu sein. Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Aus Griesheim kommst du, gell? Frankfurt, ja, richtig. Aus dem Frankfurter Westen, im wunderschönen Stadtteil Griesheim. Da haben wir auch unsere Kälterei. Genau. Unseren Sitz und fast direkt am Main in einer wunderschönen Lage. Wir sprechen nämlich heute über deinen Job als Geschäftsführer der Kälterei Nöll, über die schönen Stöffsche, die er anbietet und viele Leckereien mehr. Du hast ja auch ein bisschen was mitgebracht, hab schon leicht einen in Tee, super. Ja, danke dir nochmal. Den ersten haben wir schon eingeschenkt. Ja, oder? Den ersten haben wir schon eingeschenkt, wunderbar. Wir hören aber erstmal ein bisschen Musik, bevor wir über deinen Job und natürlich über dich sprechen. Alicia Keys hast du uns mitgebracht und das nicht ohne Grund, ne? Nein, das nicht. Und zwar ist das ein ganz besonderer Song. Mit diesem Lied haben wir quasi auf unserer Hochzeit, der ersten Hochzeit, eröffnet. Und das ist eine schöne Erinnerung. Vor 2 Jahren war das Ganze gewesen. Und ja, das freue ich mich, dass ich mir das wünschen kann und dass das live im Radio läuft jetzt. Jawohl, das genießen wir jetzt. Alicia Keys kommt hier, If I Ain't Got You, bei Chef on Air hier bei Radio Frankfurt. Heute mit dem Alexander Nöll von der Kälterei Nöll. Mein Name ist Marcel Ehmann. Viel Spaß. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Der ist nämlich diese Stunde mein Gast, der Alexander Nöll. Grüß dich. Ja, hallo nochmal. Grüß dich. Schön, dass du hier bist und einige Fläschchen mitgebracht hast, der Leckereien. Ich habe es ja schon fast befürchtet. Ja, auf jeden Fall. Ja, klar, wenn ich komme, bringe ich auch was mit zum Trinken. Halt. Ja. Entweder was Kaltes oder was Warmes. Halt. Ihr könnt es euch aussuchen. Und wir trinken gerade was Kaltes. Also das erste Fläschchen haben wir schon aufgemacht. Was trinken wir denn da? Ja, nicht aus dem Äppler, sondern nicht aus dem Gerippte, sondern... Nee, in dem Fall aus dem Sektglas tatsächlich. Das ist ein Apfelperlwein, ein sogenannter Apfelsekko aus unserem Haus. Mhm. Das ist ein mild ausgebauter Apfelwein, der gewissen Restzuckeranteil hat. Das ist jetzt halbtrocken ausgebaut, aber an der untersten Grenze. Mhm. Und eine schön süffige Sache, was Spritziges, auch jetzt gerade für die Weihnachtszeit oder auch gerne für den Sommer. Tolles Produkt. Und auch gerne für die Stunde Chef on Air, merke ich. Also es schmeckt schon ganz schön lecker. Gefährliches Zeug, ich stelle mal das Gläschen weg. Wir wollen uns ja noch ein bisschen unterhalten über deine wunderbare Kälterei. Die Kälterei Nöll in Griesheim, ne? Richtig, genau. Ist da was drüber? Ja, wir sind aus Frankfurt-Griesheim und wir haben unseren Sitz dort schon seit 1876. Also wir sind wirklich ein altes Traditionsunternehmen. Ich bin jetzt die 5. Generation, die den Betrieb führt. Und zusammen noch mit meinen Eltern natürlich. Die sitzen jetzt gerade zu Hause und die hören hoffentlich zu. Ja, schöne Grüße an die Eltern. Ja, hallo, hallo. Und ja, einer muss ja im Betrieb auch irgendwo da sein, ein Ansprechpartner sein. Ein bisschen was schaffen auch, gell? Genau, deswegen sind sie heute leider nicht dabei. Während du dir hier eine schöne Stunde machst. Ja, genau. Ich hocke mich mal... Füße hochgelegt, genau, auf die Kiste Glühwein, Apfelglühwein. Sprechen wir gleich drüber. Erst nochmal weiter im Text. Ja, gerne. Wie gesagt, seit 1876. Man muss eins dazu sagen, wir waren früher eine Küferei gewesen. Das heißt, wir haben eine Küferei. Wir haben fast einen Bottichbau betrieben. Das heißt, große Eichenholzfässer gebaut, die genutzt worden sind, entweder natürlich auch für Wein in Rheinhessen, aber auch für die Industrie hier in Frankfurt, die genutzt haben für Säure- und Laugenfässer. Aber das hat natürlich irgendwann nochmal so sein Ende gehabt, weil einfach die Materialien sich geändert haben und haben dann angefangen, 1960 professionell Apfelwein zu machen. Den hatten wir schon immer gemacht, als Privatperson quasi. Wir hatten ja auch die Behälter dazu gehabt. Das haben ganz viele Haushalte früher gemacht und dann haben wir gesagt, nee, wir machen das zu unserer Passion. Und Moment, was haben ganz viele Haushalte früher gemacht? Apfelwein. Also okay. Es war früher so gewesen, dass viele sich den normalen Wein gar nicht leisten konnten. Und dann, da jeder oft einen Garten hatte und auch Apfelbäume, haben viele für einen eigenen Bedarf Apfelwein produziert. Und so ging das bei euch auch los? Hat es bei uns auch angefangen. Fässer haben wir schon, jetzt müssen wir die nur noch voll machen. So sieht's aus, war ein leichtes gewesen. Habt ihr erstmal den eigenen Garten abgeerntet oder wie seid ihr da an die Menge Äpfel gekommen? Weil mit einem Baum allein macht man ja kein Fass voll, ne? Nee, vor allem nicht gewerblich, nicht. Ja. Nein, also in unserem Fall ist es wirklich so, dass wir unsere Äpfel zukaufen. Das bedeutet entweder von ganz vielen Privatpersonen, die hoffentlich die Streuobstwiesen, die sie haben, ernten und dann zu uns in die Kälte reinbringen, aber auch ganz viele Gewerbliche, die das beruflich machen und einen Äpfelanbau haben und die bringen dann quasi die Äpfel bei uns auf Bestellung zu uns in die Kälte rein am perfekten Reifegrad und somit können wir auch den besten Äpfelwein machen. Das ist ja eine schöne Geschichte. Du bist mittlerweile schon die 5. Generation, die das macht. Richtig, genau. Und gibt es schon Nachwuchs, an den du das weitergibst? Den gibt es noch nicht. Da musst du aber für sorgen noch. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Selbstverständlich. Weil das Geschäft muss ja weitergehen. Ja, selbstverständlich. Die Frau dazu hast du schon. Wir haben eben euer Hochzeitslied gehört, Alicia Keys. Frau hat auch schon sich gemeldet, ne, auf dem Handy. Was hat sie denn geschrieben? Hat mir ganz viele Herzen geschickt und hat natürlich auch ein paar Tränchen im Auge. Und ich auch, wir hatten gerade so, hier kamen so die Emotionen ein bisschen hoch. Ist auch eine schöne Erinnerung, ganz
ganz, ganz elementares Ding auch bei uns, zwischen uns. Ja, wann war die Hochzeit? Vor 2 Jahren im Juni. Ach, noch gar nicht so lange her. Nein. Wunderbar. Ganz frisch noch. Das ist ja spitze. Aber du bist, ihr macht nicht nur Appleboy, ne? Wir haben eben schon über den wunderbaren Secure gesprochen. Was habt ihr noch so in der Produktpalette? Ja, also wie gesagt, angefangen haben wir natürlich mit dem Original Frankfurter Apfelwein. Mhm. Und das ist auch unser wichtigstes Produkt. Wir haben aber schon angefangen, also meine Eltern haben damit angefangen, schon 1990 aus dem Apfelwein ein bisschen mehr rauszuholen. Das heißt, die haben angefangen, die ersten Apfelschaumweine zu machen. Das bedeutet, wir haben halt einen Apfelgrundwein, den haben wir auf die Sektflasche abgefüllt und haben eine zweite Gärung in der Flasche vollzogen, somit quasi ein Apfelschaumwein auf der Technik der Basis vom französischen Champagner halt. Ne? Oui. Und da haben die Eltern schon ziemlich früh innovativ gedacht und nach vorne gedacht, was man aus dem Apfel noch alles rausholen kann. Und wir haben jetzt natürlich ganz viele verschiedene andere Produkte sind dazugekommen natürlich. Vor 30 Jahren war das also 1990 und bis dahin gab es ausschließlich Appleboy. Ja, natürlich gibt es natürlich der Markt, das ist natürlich sehr groß und auch die Vielfalt ist groß. Ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass wir die einzigsten sind, die damals auf die Idee kamen. Aber bis dahin war halt so der klassische Shoppen halt eigentlich auch das Kernprodukt. Wir sprechen diese Stunde sehr gerne weiter über Shoppen mit dem Alexander Nöll, der Geschäftsführer der Kälterei Nöll aus Griesheim. Auch privat sehr interessante Hobbys hier zur Freiwilligen Feuerwehr gehst du oder da bist du dabei. Sport, Klettern, Skifahren, Fußball, natürlich die Eintracht, Reisen und vieles mehr. Wir haben noch viel Zeit. Schön, dass du hier bist, Alexander. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert ihre Mittagspause. Ja, Prost, Alexander Nöll. Zum Wohl. Ja, du hast ja ganz schön was vor dir stehen. Alexander Nöll ist mein Gast, Geschäftsführer der Kälterei Nöll aus Griesheim. Ich sehe ein Sektglas, ein Wasserglas, zwei Flaschen Prosecco, nee, Secco. Ne? Ja, Apfelsecco. Apfelsecco und ein Apfelglühwein. Ja, aber man muss ja, also ganz schön aufgetischt. Ja, eine Flasche ist noch offen. Ne? Und du hast mir eben erzählt, das war, du hast so ein bisschen was getrunken von dem Secco. Mhm. 8 Wochen? Hast du keinen Alkohol getrunken? Richtig, genau. 8 Wochen. Warum das denn? Warum macht man das denn? Ich habe nur mal eine alkoholische Auszeit einfach halt. Ne? Echt jetzt? Ja, klar, gehört dazu. Ein Leben ohne Alkohol ist machbar, aber sinnlos, habe ich mal gehört. Ja, aber manchmal sollte man auch einfach aus seinem Körper. Bist du denn dazu genötigt, jeden Tag Alkohol zu trinken? Nein. Als Geschäftsführer der Nein, auf keinen musst Fall. Du musst ja dein Stöffchen probieren, auch ob das noch lecker ist. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also auch innerhalb dieser Zeit muss man natürlich auch ab und zu mal verkosten, die man abfüllt. Halt, ne? Ja. Nein, auf keinen Fall. Das ist auch, glaube ich, das Wichtigste, dass man quasi da auch genug Abstand findet. Halt. Das wäre sonst irgendwann fatal. Die ist so, dass wir natürlich Apfelwein verkosten, aber natürlich nippen wir an diesen Gläsern nur und versuchen natürlich verschiedene Tanks miteinander zu beschneiden, dass wir eine gleichbleibende Qualität bekommen. Tanks? Ja, Tanks. Was ist das denn? Tanks sind uns quasi unsere Lagerstätten für den Apfelwein. Ja, das sind große, große Behälter. Ach wo so, so wie Tank. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Tankgröße. Nee, also, Tanks. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Okay. Du bist in der 5. Generation jetzt Geschäftsführer der Kälterei Nöll. Richtig. Die 6. Generation ist noch in Planung. Gell? Kommt alles noch. Genau. War das schon auch immer dein, ich meine, du musstest es wahrscheinlich tun, oder? Nein, auch das nicht. Nein. Das ist gut. Absolut nicht. Wir, freiwillige Entscheidung. Alles freiwillig. Ich, wie gesagt, wir haben quasi in dem Haus gewohnt, wo auch quasi die Kälterei angeschlossen ist. Das heißt, wir haben alles vor Augen gehabt, tagtäglich. Wir haben den Betrieb mitbekommen und mitgearbeitet natürlich. Und dadurch ist dann irgendwann auch das Interesse gewachsen halt. Ne? Da hüpft man als Kind irgendwo auf der Apple rum halt und kriegt den Bezug zu dem Produkt natürlich halt. Und irgendwann wird es natürlich auch zum Berufswunsch, dass man sagt, nee, kann ich mir vorstellen, habe ich Lust, das weiterzumachen. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Nicht mal irgendwie einen anderen Wunsch gehabt? Keine Ahnung. Nee, absolut nicht. Es war echt immer so, man hat natürlich viel gesehen, viel erlebt, natürlich auch Praktika gemacht innerhalb der Schule, um mal was anderes zu sehen. Ja. Aber im Kern kam man immer wieder darauf zurück, dann Apfelwein produzieren. Wunderschön. Ja. Also Kälterer aus Leidenschaft, ne? Definitiv. Also es ist auch ein unheimlich interessanter, vielseitiger Beruf. Vielseitiger Beruf, Dankeschön. Ja. Und man sieht viel, man schmeckt viel, man kriegt viel mit und es ist die kulinarische, Der Genuss. Der Genuss ist quasi halt extrem gut und schön und es macht Spaß. Man isst dazu und ich bin leidenschaftlicher Esser auch. Man sieht es hoffentlich nicht. Aber nee, man sieht es nicht. Gut. Du machst auch ein bisschen was im Sport, hast du geschrieben. Richtig, genau, ja. Du bist leidenschaftlicher Esser. Ja, auf jeden Fall. Was isst du da so? Bist du... Ach, alles. Alles. Bis auf Kapern. Kapern ist nicht meins. Echt? Aber Sardellen. Kapern und Sardellen auf der Pizza, dann Sardellen. 2 Liter Applewein. Ja, richtig. Ja. Hat man viel Dorsch, kriegt auch viel rein. Dann, ne? Genau. Ja, kochst du auch selber? Ja, auf jeden Fall. Mit meiner Frau zusammen.
Wir suchen. Was kocht ihr da so? Also so richtig ausgiebig, so stundenlang oder? Meine Frau ist mehr so die etwas schnellere Köchin. Ich bin ja der, das ein bisschen mehr zelebriert. Das heißt, bei mir müssen immer alle Schalen auf dem Tisch stehen. Ich tue dann, so wie im Fernsehen, quasi alles einzeln vorbereiten, ein Schälchen machen. Oh. Und dann wird das natürlich 1:1 nachher dann der Reihenfolge, das Garpunkt ist in die Pfanne getan, was man auch immer kocht. Und macht aber zusammen Spaß. Also fängt an bei vegetarischen Sachen wie jetzt ein Kürbisauflauf mit Schafskäse bis Rinderfilet. Also da ist alles mit dabei, alles mit drinne oder auch einfach die ganz normale leckere Pizza. Auch ein Fisch selbst aus dem Main geangelt, weil eure Kälterei liegt ja direkt am Main, oder? Ja, das habe ich gar nicht. Tatsächlich habe ich früher einen Angelschein gehabt. Ich war früher selbst als Kind, als Jugendlicher angeln gewesen. Aha. Und dann habe ich natürlich den einen oder anderen Aal mit nach Hause gebracht. War jetzt nicht so der Renner gewesen. Also die Verarbeitung vom Fisch dann da, das war nichts. Aber essen tue ich ihn gerne, ja. Also Fisch essen definitiv gerne. Und dazu gibt es immer Stöffsche von euch? Oft essen? Natürlich, oft. Aber es wäre jetzt auch falsch zu sagen, ich würde es nur Apfelwein trinken. Das stimmt nicht. Ich trinke auch mal gern Wein, Rotwein, Weißwein. Aber wir haben natürlich auch viele Apfelweinprodukte, sortenreine Apfelweine, die weinartig wirken und die passen auch wunderbar zu leckeren, tollen Gerichten. Wieso hast du eben kein Bier erwähnt? Trinkst du kein Bier? Doch, auf jeden Fall auch. Ich wollte gerade sagen hier. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ne? Wunderbar. Was sind das Hochprozentigste, was ihr habt bei euch im Angebot? Das ist momentan der Apfelbrand bei uns. Also, ui. Ja. Der hat bei uns 38%. Das ist ein Produkt, das wurde mit der Maischevergärung quasi vergoren und anschließend nach der Vergärung abgebrannt, sodass man halt eine schöne Aromatik reinbekommt, eine schöne Frucht. Und der passt halt wunderbar jetzt natürlich auch für als Digestiv nach der Gans. Oh, Digestiv. Ja. Und habt ihr auch alkoholfreies? Alkoholfreie Sachen haben wir natürlich ganz klassisch unsere Apfelsäfte. Halt, ne? Wir haben einen klaren Apfelsaft, Naturtrübenapfelsaft, eine Apfelsaftschorle haben wir bei uns im Sortiment. Und das ist halt so momentan die alkoholfreie Variante. Alkoholfreien Apfelwein haben wir noch nicht, aber das kommt bestimmt noch. Das klingt sehr, sehr gut. Und wenn Sie sich informieren wollen über die wunderbare Produktpalette der Kälterei Nöll, dann können Sie das tun im Internet unter nöll-apfelwein.de. Nöll natürlich mit OE. Geschrieben. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ich bin Marcel Ehmann, bei mir ist der Alexander Nöll von der Kälterei Nöll aus Griesheim. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke, danke. Und schöne Leckereien hast du hier mitgebracht. Apfelglühwein. Trinkfertig. Nur erwärmen, nicht kochen steht drauf. Ja, richtig. Das geht ja rum verloren und der Alkohol halt. Nein, das wollen wir ja nicht. Ja, das wäre ja Quatsch. So sieht's aus. Ich ja kein Glühwein trinken. Ja. Aber perfekt zur Jahreszeit jetzt. Du hast gerade gesagt, 5 Grad draußen oder 5,2? 5,2 Grad, genau. Perfekte Trinktemperatur. Was? Schön. Wollen wir ein Lagerfeuerchen machen und einen Glühwein anmachen? Ja, so sieht's aus. Vielleicht nach der Show. Schauen wir mal. Schön, dass du hier bist und klasse Musik mitgebracht hast. Wir hören jetzt Avicii. Warum? Ja, das ist ein schönes, treibendes Lied. Da kann man schön beim Joggen schön die Schweißperlen laufen lassen. Genau, richtig. Dankeschön. Und man kann sich mal schön in den Kopf freilaufen, ja. Wunderbar. Avicii mit Levels hören wir jetzt. Danach Justin Bieber. Und danach plaudern wir weiter mit dem Alexander Nöll, Geschäftsführer der Kälterei Nöll aus Griesheim. Einen schönen Dienstag wünsche ich. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Das ist Wunschmusik meines heutigen Gastes, der Alexander Nöll, der Geschäftsführer der Kälterei Nöll in Griesheim, direkt am Main gelegen. Ne? Ja, richtig, genau. Ja. Schön bei euch? Auf jeden Fall. Wir haben ein wunderschönes Mainufer bei uns in Griesheim, wo man flanieren kann. Da gibt es natürlich auch viele Spielplätze für die Kinder. Mhm. Und man kann sich einfach dem Flair hingeben, was der Main hergibt. Und das ist eine wunderschöne Angelegenheit. Na, jetzt mal noch Werbung für Griesheim gemacht. Wunderbar. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Fünfte Generation bist du schon der Kälterei Nöll. Wann hattest du deinen ersten Äpple getrunken? Wie alt warst du da? Oh, ich glaube, ich war nicht 16 gewesen, muss ich ehrlich sagen. 16 Monate vielleicht. Ja, ich bin wieder Obelix reingefallen, aber nein, das nicht. Ich glaube, da waren wir, glaube ich, in den jungen Jahren, glaube ich, alle nicht die zartesten. Nee, wir haben natürlich, ich glaube, mit 14, 15 habe ich natürlich den ersten Schoppen schon getrunken, ja. Du warst heimlich. Mit Sicherheit, natürlich, die Mama kommt. Ja. Du warst mit Sicherheit ein gern gesehener Partygast auch, oder? Ich meine, so unter Kälterei, da war immer
Ole Ole angesagt wahrscheinlich. Ja, doch, auf jeden Fall halt. Ne? Aber alle gemeinsam im Freundeskreis natürlich. Ne? Da war jetzt nicht der Fokus alleine auf mir gewesen. Wir haben alle gemeinsam gerne gut gefeiert. Aha. Und natürlich habe ich den einen oder anderen Shoppen mal mitgebracht, definitiv. Die Freunde hast du noch? Ja, auf jeden Fall. Ja? Wichtigste, ja. Und ihr feiert auch immer noch so miteinander? Ja, zur Zeit leider nicht. Wir wollten letztens erst wieder, aber da kamen ja dann quasi die nächsten Einschränkungen, dass man sich eben nicht zusammensetzen kann. Wir müssen halt dies ein bisschen reduzieren. Aber ansonsten feiern wir sehr gerne noch zusammen. Halt. Wir haben auch früher zusammen Partys organisiert. Das heißt, wir haben entweder bei uns in der Gemeinde, in den Jugendräumen haben wir irgendwelche Partys gemacht oder haben sogar schon ein Wikinger-Schiff gemietet und haben dann Geil. Haben dann da auf dem Boot richtig Party gemacht, ja. Wunderbar. Ihr habt einige ganz tolle Produkte bei euch im Angebot. Wie gesagt, unter noll-apfelwein.de kann man sich das alles anschauen und auch bestellen. Ihr auf jeden Fall. Hause, ne? Ja, wir haben Privathaushalte, gell? Ja, wir liefern außen Privathaushalte und wir natürlich haben eine gewisse Menge. Natürlich halt, da muss ein Fläschchen ist. Ein Fläschchen wird schwierig dann zum Anliefern. Wir liefern private Kunden, wir liefern die Gastronomie, die momentan natürlich ein bisschen am Leiden ist, leider. Ja, klar. Und natürlich auch Hotellerie, Vereine. Also alles, was das ganze Spektrum hergibt. Was bei allem Leckeren, was ihr anbietet, ist der aktuelle Renner? Der Glühwein? Der Apfelglühwein jetzt? Oder? Jetzt saisonal auf jeden Fall wird es der Glühwein werden, definitiv halt, ne? Der Apfelglühwein. Aber natürlich auch unser Frankfurter Original, der klassische Apfelwein, der ist natürlich unser Kernprodukt. Aber auch ganz klar der Apfelsecco und der Apfelsecco Pfirsee, das ist unser zweites Produkt neben dem normalen Apfelsecco. Pfirsee? Ja, Pfirsee, das war so ein bisschen, alle haben gefragt nach Rosé. Ja, gibt's natürlich ganz viele haben schon Rosé. Wir haben gesagt, jetzt auch noch ein Rosé machen, das ist nicht unser Ding. Wir haben gesagt, wir machen einen Pfirsee und der ist halt kombiniert mit rotem Weinbergpfirsich. Also eine Wortneukreation sozusagen. Ja, genau, richtig, ja. Immer ein bisschen was anderes. Herrlich. Ja. Gibt's noch was Aktuelles, was in Zukunft was angeht irgendwie? Ja, natürlich haben wir noch ganz viele Ideen halt, aber da ist noch nichts. Alkoholfreien Äppler, ne? Haben wir genau, richtig. Aber so konkret spruchreif ist noch nichts, weil so eine Neuentwicklung von einem Produkt, das dauert so circa ein Jahr, anderthalb, bis man quasi das auch fertig dann in den Laden nehmen kann, weil das muss ja auch alles sitzen, es muss schmecken, es muss gut verpackt sein, es muss halt auch alles funktionieren. Und da muss man ein bisschen dran arbeiten. Was ich genau habe, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Mhm. Da würde ich was vorwegnehmen. Das kommt dann zur richtigen Gelegenheit. Vielleicht komme ich nochmal vorbei. Na, wenn du immer so Leckereien hier mitbringst, eine Kiste Glühwein hast du mit dabei und eine Kiste Sekko. Wo liefert ihr überall hin? Nur Rhein-Main oder was also war das komplett, Weiteste bisher? Also Rhein-Main-Gebiet auf jeden Fall. Ja. Das Weiteste, wir hatten mal einen Auftrag aus China, beziehungsweise wir hatten... Was? Ja, tatsächlich. Ja. Wir hatten ja Exporteure aus Frankfurt, die kamen auf die Idee, sagen, komm, wir haben mal Bock, irgendwas Frankfurterisches nach China zu bringen und haben tatsächlich dann bei uns Apfelsecco gekauft und haben den nach China verfrachtet. Wunderbar. Und du warst neulich, Nepal warst du, ne? Und hast, ja, das ist schon eine Zeit lang her. Apfelbrand oder was war das? Total interessant. Also es war auch echt nicht selten gut überrascht. Also die Reise ist schon eine Zeit lang her, aber das Erlebnis ist natürlich immer sehr, sehr präsent im Kopf. Mhm. Das war eine 200 Kilometer lange Strecke, ein Trekking gewesen, bis auf 5400 Meter war das gewesen. Und auf dem Abstieg bei so circa 3500 Meter haben wir auf einmal Obstbäume entdeckt, die halt volltragend mit Äpfeln waren. Wir waren echt überrascht gewesen, dass auf der Höhe überhaupt irgendwas wächst noch. Ja. Und dann gab es noch auch so kleine Lodges oder kleine einfache Läden, die auf einmal Apple Brandy im Schaufenster hatten und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich habe auch direkt eine Flasche mitgenommen. Geschmacklich kann man sich natürlich drüber streiten, ist natürlich auch den hier Stil, aber es war echt eine super, super tolle Erfahrung gewesen. Da hast du dich in Nepal direkt mal heimisch gefühlt, ne? Ja, richtig, genau. Alexander, schön, dass du hier bist. Wir plaudern gleich noch eine Runde weiter, würde ich gerne sagen. Wir hören erstmal ein bisschen schöne Musik, die du mitgebracht hast als Eintracht-Fan. Hier ist der Polizeikorps Frankfurt im Herzen von Europa für den Alexander Nöll, Geschäftsführer der Kälterein Nöll aus Griesheim. Hier bei Chef on Air bei Radio Frankfurt. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Die Kälterein Nöll ist bei mir zu Gast diese Stunde aus Griesheim. Der Geschäftsführer, der Alexander Nöll, ist da. Grüß dich, Alexander. Schön, dass du da bist. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ey. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir sind momentan zu 9 bei uns im Betrieb. Ist klein und fein seid ihr, ne? Kann ja, man richtig. So sagen, gell? Ja, ist so. Und ausgezeichnet, habe ich gelesen. Ja, richtig. Wir hatten das Vergnügen wiederholt in 2019 mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichnet zu werden. Der wurde verliehen von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und das ist natürlich eine mega Ehrung für uns gewesen, weil wir, ich meine, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, einer von 8 Unternehmen aus ganz Deutschland waren, die den Preis erhalten haben. Respekt und herzlichen Glückwunsch dafür. Vielen Dank. Ganz viele schöne Leckereien im Angebot. Ein bisschen was davon hast du mitgebracht. Den herrlichen Prosecco, wo wir schon ein Fläschchen
zumindest angetrunken haben, gell? Ja, ja. Gleich, wenn wir hier durch sind mit der Show, machen wir Lagerfeuerchen für den leckeren Glühwein. Machen wir ein bisschen heiße Apfelwein. Und mit Feuer kennst du ja aus, weil du löscht nicht nur durch, sondern du bist auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, gell? Wie ja, lang, richtig, ja. Wie lange schon? Oh, seit dem 9. Lebensjahr. Also wie alt bist du eigentlich? Ich bin jetzt 38. Also, wow, schon eine ganze Weile ja. Bist du bei der Freiwilligen Feuerwehr. Richtig, ja. Immer noch fest im Einsatz? Ja, nein. Also man muss dazu sagen, dass ich versuche natürlich, die Einsätze mitzufahren, aber allerdings ist natürlich die Beanspruchung vom Betrieb sehr, sehr hoch und ich kann mir morgens halt nicht leisten, nicht auf der Arbeit zu sein. Ergo ist es natürlich schwierig für mich, nachts die Einsätze wahrzunehmen. Aber ich gebe mein Bestes, da immer noch mit dabei zu sein. Was ganz toll ist, wir haben einen ganz tollen Nachwuchs bei uns in der Feuerwehr, beziehungsweise auch Personen, die die Feuerwehr übernommen haben von der Führung her und die machen das ganz, ganz toll. Die haben eine mega kreative Ader und machen ganz viel auch für die Kinder- und Jugendarbeit. Wie sieht es aus jetzt zum Weihnachtsgeschäft? Ihr habt auch Präsente oder Präsentkörbe bietet ihr, glaube ich, an. Ne? Also ihr liefert nach Hause sowieso eure leckeren Stöffchen und so weiter. Und auch Präsentkörbe, habe ich das richtig gelesen? Oder? Richtig, genau. Also wir haben da jetzt ein relativ breites Spektrum, was wir aufbauen wollen, weil wir ab dem Toten Sonntag danach werden wir einen kleinen Weihnachtsmarktstand, sage ich mal, Anführungsstrichen haben. Das ist kein Weihnachtsmarkt, aber zu unserem Hofverkauf bieten wir halt verschiedene Präsente für Weihnachten an. Ne? Sei es Geschenkkörbe, Kartons oder halt verschiedene andere Sachen, Bücher oder auch vielleicht verschiedene Soßen. Und wer sich sowieso was nach Hause liefern lassen möchte von euch, der findet eure Produktpalette unter noell-apfelwein.de. Noell natürlich mit OE geschrieben. Alexander, schön, dass du hier warst. Ja, mega vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich tierisch gefreut. Das war eine wunderbare Stunde mit dir gewesen. Hat mir viel Spaß gemacht und vielen Dank für die Erfüllung der Liederwünsche. Sehr gerne. Das war echt top gewesen. Und ich komme immer gerne wieder. Sag Bescheid, ich bin am Start. Also wenn du dann wieder sowas mitbringst, so zwei Kisten leckersten Appleboy, dann kannst du von mir aus jeden Tag kommen. Vielleicht nicht immer als Gast bei Chef on Air, weil da sind immer ein paar andere da. Aber kannst du ja hier auf die Couch setzen und ein bisschen mitmachen. Gerne. Auch das mache ich gerne. Schön, dass du da warst. Dankeschön, Alexander Noell, Geschäftsführer der Kälterein Noell aus Griesheim, www.noell-apfelwein.de. Da erfahren Sie alles, was wichtig ist.